leitet direkt den Gegenstoß ein. Tadic. Vorbei an Dibon. Aydin! Und der Treffer zählt. Knapp, aber doch. Aydin stellt auf 1:1. Sky Sport, wo Fußball zu Hause ist. Gut gemacht auf Aydin. Der hat etwas Platz. Super Tor! Ausgleich Okan Aydin. 32. Und hier nochmals dieser wunderbare Treffer. Für solche Schüsse hat man einst den Begriff Strich aufgenommen ins Fußballlexikon. Super Tor. Schauen Sie sich dieses an von Dominik Frieser. Auch Aydin nimmt den Ball mustergültig mit. Und jetzt klappt's. Jetzt verwertet er Feld und Koselnik. Und dann technisch brillant abschließt zu diesem Zeitpunkt durchaus verdienten Ausgleich. Von der Ballannahme über den Chipball auf den Außenverteidiger. Man tut sich schwer. Das ist schon qualitativ ein Unterschied. Ja. Und was für ein Tor von Okan Aydin. Das ist dann einfach. Chance vielleicht mal für den FAC, aber da ist der Ball auch weg. Anders als in Hälfte Nummer 1. Zu viele Konzentrationsfehler, zu viele Mängel. Und dann nutzt Wacker das eben auch perfekt aus zum 2:0. Ja, gut nachgesetzt von Van Hake. Die Möglichkeit, Aydin, und das ist das 1:0 in der vierten Spielminute. Schon wieder Okan Aydin legt nochmal zurück auf Van Hake. Wer sucht den Abschluss? Aydin, und das ist das 2:0. Einmal mehr. Jetzt was leitet den Angriff ein. Und jetzt hat mal Aydin ein bisschen Platz. Der Schuss ist gut und der Schuss sitzt. 1:0 Klagenfurt nach ziemlich genau 33. Mal Punktelieferant sein, im Gegenteil. Man rechnet sich auch hier gute Chancen aus. Aber jetzt ein Fehler in der Verteidigung. Aydin mit der Riesenmöglichkeit und das war's. Das ist das 1:0. Was für der Freistoßschütze. Jetzt also wieder in gewohnter Manier bei den Klagenfurtern. Moreira geht drüber. Aydin mit dem Schuss. Herrlicher Treffer. 1:0 für Austria Klagenfurt. In die kurze Ecke möglicherweise. Njaric steigt drüber. Aydin in die kurze. Und der passt perfekt. 1:3 aus Klagenfurter Sicht, das könnte ja so einfach sein. Gut, auf den Torhüter zu und wieder retten sie sich, aber da sind jede Menge Versuche. Und das macht dann letztendlich kommen. Ja, jetzt haben sie den zweiten Ball. Gut festmachen können. Okan Aydin mit einem netten Abschluss. Wahnsinn! 1:1, die Klagenfurter Antwort. Und drei Niederlagen, zwei Unentschieden. Und Aydin mit dem weiten Pass auf Markus. Der ist jetzt frei und der trifft den Ball. Bälle wegbolzen. Und das ist normal bei diesem Spielplan. Deswegen auch die fünf Wechsel, dass man ein bisschen eine Überlebensphase hat. Jetzt ist ein sehr guter Pass hinter die Linie und das ist das Treffer. Für die Klagenfurter in der dritten Minute jetzt Okan Aydin mit dem Eckball. Geht's los! Und auf der zweite Standard. Aydin wieder mit dem Eckball. Ganz frei! Was ist denn da los? Ist. Ja, man sieht, dass die Kärntner ihnen derzeit die Schneide abkaufen. Wieder Petzereb, der nimmt da seinen Mann noch mit, schließt dann selbst ab, 0:3. Der Konter von Pichler. So, jetzt müsste der Pass eigentlich kommen. Pichler, Überzahl bei Austria Klagenfurt und das ist die Chance für Okan Aydin. Legt nochmal quer und das ist das 1:0 für Austria Klagenfurt. Aber der hätte dann schon eine gute Möglichkeit, in der letzten Runde eben diesen Rekord von Sanel Kulic zumindest einzustellen. Achtung, noch nicht vorbei. Oh, weggerutscht. Was ist denn hier los?
Nächste Möglichkeit. Eine Gehirnerschütterung. Und mit Dario Grujic und Thomas Kofler. Aydin. Okan Aydin stoppt Fabian Schubert. Backer heute in dieser Partie.